Hallo, willkommen zu Hollow Knight. Wenn ihr die Folge direkt im Anschluss seht, merkt ihr, ich bin woanders als das letzte Mal. Nicht ganz, ich bin einfach nur schon mal vorgelaufen. Wir sind hier, um gegen Nox, glaube ich heißt's, zu kämpfen. Und zwar irgendein ekliges Spinnenviech, und zwar das hier, das uns die Hölle heiß macht. Wortwörtlich fast schon. Ich weiß nicht, wie ich das am besten ausweiche. Nach wie vor fällt mir das echt schwer. Ach. Mist. Ich dachte, der läuft weiter. Nein! Hey, das ist aber auch... Kann der nicht mal irgendwie normal sein? Mist, ich hätte vielleicht sogar stehen bleiben können. Hier kann ich... So. Konzentration, Konzentration. Das hört man auch. Immer wenn dieses Tsk kommt. Nein. Okay. Ihr merkt schon, ich bin wieder ganz ruhig. Was? Da war noch... Alter! Fuck mich nicht ab! Das nervt richtig, wenn der da oben entlang läuft. Nein! Komm, komm, komm. Na, Mann, hey.
Mist. Der lebt aber auch recht lange. Kann er nicht mal sterben? Ich meine, immer wenn ich ein Leben weniger habe, dann bin ich froh drum, wenn er an die Decke geht. Nein. Oder zwei. Aber das nervt halt richtig. Zu wenig Seele. Alter, hör doch auf, an der Decke zu sein. Na, jetzt laufe ich auch noch rein. Der springt. Ja! Oh. Scheiße, Mann. Ich hab Angst vor dem Zeug. Warum kann ich meinen Kopf hier? Oh. Leute. Mein Kopf hier. Wie witzig ist das denn? Bleiches Erz! Nice! Ah, genau das habe ich gesucht. Ist das geil. Hier. Zack. Scheißteil. Kommt schon, jeder, der von euch das gespielt hat, wer hat das nicht gemacht? Das macht man doch quasi automatisch. Wir haben ein bleiches Erz. Leute, das ist richtig gut. Das freut mich richtig. Hat sich richtig gelohnt. Puh, okay. Dann würde ich sagen, ist unser nächster Weg tatsächlich zum Schmied. Denn dieses bleiche Erz... Das möchte ich, mir nicht... Explodiert er? Lebt er gleich wieder? Nee. Aber wie gehen wir da am besten hin? Uraltes Becken? Da rein? Nee. Am besten eigentlich irgendwie zu einer Bahn oder zu einer... Oder macht das doch Sinn? Und ich gehe zuerst mal als allererstes zur Bank. Und speichere mal. So. Dann gehen wir mal kurz in die heißen Quellen und schauen währenddessen nach. Richtig gut, hey. Ah, ist das toll. Das freut mich richtig. Wenn wir da rum, dann sind wir hier, ne? Wenn wir da nach rechts fahren, sind wir hier. Wir müssen da oben links hin. Wie schnell sind wir da bei der Bahn oder kommen wir da nach oben gelaufen? Naja, das dauert alles ein bisschen. Wie ist denn der schnellste Weg? Aber das ist vielleicht sogar fast der schnellste Weg. Hier unten gibt es keine Käferstation. Das ist ein Problem. Vielleicht ist die ja da links. Kann das sein? Guck mal, wir haben ja noch Zeit. Wir müssen ja nicht direkt dorthin. Jetzt gucken wir erstmal, was da links ist. Und wenn da nichts ist, dann gehen wir da irgendwie wieder hoch und suchen uns dann eine Käferstation. Ich glaube, so ist am besten der Plan. Würde ich sagen. Das bleiche Erz rennt uns ja nicht weg. Wir verlieren höchstens all unser Geld.
Das könnte natürlich passieren. Aber nicht so schnell. Solange wir in keinen Boss reinlaufen, sehe ich da grundsätzlich weniger Probleme. Wo müssen wir denn lang? So, da kommt gleich wieder Gevatter Tod uns entgegen. Ah! Diese Spinnen, immer wenn die über den Bildschirm huschen. Hey, das regt mich sowas von auf. Das glaubt ihr gar nicht. Ich finde es so... Und ich werde das noch häufig sagen. Ich werde das wirklich, ich werde euch damit nerven. Wenn ich es nicht eh schon tue. Oh, wie dumm. Oh, wie dumm. Ah, wie dumm. Okay, vielleicht sterben wir auch hier und jetzt. So, direkt killen. Ah! Das finde ich widerlich. So, einmal da hoch. Und immer schön Gegner töten. Kommt da was? Kommt da was? Nein. Kommt da was? Doch, kommt. Wie widerlich! Wie die aussehen! Wo müssen wir hin? Weiter nach oben. Ah! Ey, das ist echt nicht mehr feierlich. Uha! Das habe ich nicht erwartet. Direkt hier links. Ich glaube, wir sind da einfach wirklich nicht, weil vielleicht ist hier so eine Käferstation. Das wäre natürlich richtig schön. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht haben wir einfach den nächsten Bossfight. Ach, bitte nicht. Ah, ein Geist. Ein Geisterfight. Auch schön. Ich gehe mal, bevor wir den Geist angehen, gehe ich mal weiter. Oh, warte, ich rede kurz mit dem. Das können wir ja machen. Ich glaube, dann ist er auch auf der Karte drauf. Oh, noch ein Krieger hier draußen? Ich dachte, ich wäre der Einzige, der mutig und stark genug ist, in dieser verdorbenen, vergessenen Grube zu überleben. Ich bin... Überleben, du bist tot. Ich bin Galien, der stärkste Krieger in Highlands Nest. Ich bin an diesen monströsen Ort gekommen, um meine Stärke zu testen. Sicherlich willst du deine Stärke auch erproben, hm? Ja, du und ich, wir sind etwas Besonderes. Ganz anders als dieser arme Kerl, der hier vor uns liegt. Ich fürchte, die Welt ist nicht nett zu den Schwachen. Nun denn, sollen wir kämpfen? Lass unsere Stärke in freudigem Kampf erproben. Noch nicht. Hey, du bist hier gestorben. Du bist nicht so stark. Du bist quasi schon tot. Ich will zuerst wissen, was hier oben ist, bevor ich... Ach, schau mal einer an. Okay. Oh, da kriegen wir aber richtig, richtig fett Leben, wenn wir das noch... Okay, hier rechts gibt's nichts. Wir können quasi... Oder sollen wir das kurz machen? Ich meine, wir müssen ja eh nach da oben. Aber dann... Oder die Bank da oben? Ist die näher dran? Dass wir zuerst die Bank da oben mitnehmen? Weil dann können wir vielleicht sogar... Vielleicht haben wir dann unsere 1000 auch bald schon zusammen. Für unseren Seelennagel-Dings. Na toll, da kommen wir natürlich nirgends rein. Du dummes Tier. Sind das Tiere? Ich sag mal ja. So, hier oben müsste gleich die Bank sein irgendwo. Scheiße.
Das Ding, was diese Teile auch rauskotzt, ne? Okay. Hier war irgendwo die Bank. Hier war, wo war die Bank? Hier. Okay. Karte aktualisiert. Genau, jetzt sehen wir da unten diesen Krieger noch. Hattest du uns was zu sagen eigentlich? Ich war also... Huch, ach so. Auf den Tasten verrutscht. Cloth. Dieses gesamte Gebiet wimmelt nur so von tödlichem Getier, das beißt, brennt und kratzt. Ich wollte meine Stärke an ihnen erproben. Jetzt hat mich der Mut verlassen und ich fühle mich nur noch müde und geschwächt. Tja, das ist schade, Cloth. Okay, ich fühle mich aber bärenstark. Und komm, wir machen den Krieger heute. Ach, ich will da eigentlich mit allen Leben rein. Scheiße. So, okay. Dann gehen wir eben nicht mit allen Leben rein. Das andere verlieren wir bestimmt auch noch. Aber wir sind, glaube ich, näher dran mit der Bank. Das ist, glaube ich, trotzdem nicht schlecht, dass wir die geholt haben. Ah, das war so klar. Gut, das war's also mit dem Leben. Bap. Jo. Ich bin mal gespannt, was der kann, was der drauf hat. Die Geister waren bis jetzt alle nicht so krass schwer, ne? Die waren so nice to have. Da stirbt man vielleicht ein, zwei Mal, aber dann hat man es relativ schnell raus. Ich bin mal gespannt, wie es hier ist. Ein Stundenkampf. Okay, komm. Ich fordere dich mal heraus. Was kannst du? Okay, du verletzt mich selber. Okay, jetzt kommst du auch runter. Ah. Kommt da noch ein zweites dazu jetzt? Shit. Nein. Shit. Ich war da in der Ecke gefangen. Mist. Okay. Aber der geht auch. Da brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Muss natürlich nur mal rausfinden, wie der funktioniert, ne? Oh, was ich natürlich jetzt nicht gemacht habe. Guck mal, jetzt war es ganz einfach, waren die Zusatzleben zu holen. Das habe ich natürlich gerade vercheckt, ne? Weil ich dumm bin. So, einmal hier, zack. Schnell durch. Die holen wir uns aber jetzt. Also nachdem wir unseren Geist geholt haben, dann haben wir jetzt wirklich Full Life. Halt nicht die Seelen dazu. Die Seelenenergie fehlt uns. Aber ist okay. So. Haben wir die Zusatzleben eigentlich jedes Mal? Oder wann resetten die sich? Resetten die sich überhaupt? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. So, jetzt haben wir nämlich... Oh, Alter, guckt euch das mal an. 5 extra Leben. Wenn es mit dem nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Jetzt Schnitt. Bam. Oh Mist, das war dumm. Weil im Prinzip müssen wir nur aufpassen. Oha, das hat uns jetzt natürlich direkt erwischt.
Au! Geh weg von mir! Also nicht geh weg von mir, aber... Geh weg vom Boden! Ach, Dreck! Scheiße! Wenn der uns in die Ecke bringt, ist natürlich schwierig. Nein! Okay. Ja, war ein bisschen dumm. Da kommt noch ein dritter dazu. Okay, wir waren ein bisschen weiter. Okay, das war wirklich dumm angestellt. Aber kriegen wir hin? Komm schon. Ich lass dich mal aus. Du bist mir gerade egal. So, einmal hier rum. Einfach an allen vorbei. Jetzt will ich mal gucken, ob dieses Lebensding noch oben dran ist. Oder wann sich das resettet. Ich weiß es gar nicht. Ist das noch da? Können wir uns das jedes Mal abgreifen? Oder ist die Chance jetzt vorbei? Ne, wir können es tatsächlich jedes Mal. Also dann holen wir uns das natürlich auch. Das sind ja gute Extra-Leben. Die können wir gut gebrauchen. Haben wir 5 Extra-Leben, ey Leute. Was geht ab? Ich darf nicht so oft in den Reihen. Ich bin zu oft in den Reihen gerade gerannt. Das war natürlich dumm. Aber der war natürlich auch ziemlich... tief. Ah. Nein! Ich darf aber auch nicht in den Rhein springen. Oh, das war dumm. Was ist denn los? Ach. Das erwischt mich aber auch immer. Hey! Warum fand ich Nox einfacher? Was ist einfacher? So schwer ist er nicht. Ich stelle mich nur wirklich dumm an. Ein bisschen Seele noch dazu holen, komm. Das können wir ja auch. Wobei, mir bringt das null, die Seele. Denn ich hab keine Zeit zum Heilen. Das ist ein bisschen das Problem. Na, so. Einmal durch. Die Leben brauchen wir. Ich brauche die Leben. Ihr nicht. Okay. Was mache ich denn ganz falsch? Eine Menge, ich weiß. Aber was genau? Was ist der... Was ist die beste Möglichkeit, um mein... Komm. Hau hier nicht ab. An was kann ich am besten arbeiten? Ich darf nicht in den Rhein springen. So, das ist das eine. Dann muss ich ein bisschen mehr auf die Klingen achten. Ich darf nicht sofort angreifen, wenn ich die Möglichkeit sehe. Ich muss dann angreifen, wenn ich die Zeit dazu habe. Okay. Leichter gesagt als getan. Wir hätten uns natürlich auch noch anders ausrüsten können. Irgendwie mit anderen... Sachen, aber gut. Ich muss dem entgegen.
Ach, ich springe aber auch immer in den Reihen. Nein! Na, auf das habe ich gerade null mehr geachtet, auf das Kleine. Das Kleine ist halt richtig gemein. Okay, eine Sache, die ich jetzt gerade mehr gemacht habe, ist diesem Sägeblatt entgegenzuspringen, ne? Also nicht quasi in die Richtung des Sägeblatts selber, sondern immer in die andere Richtung, damit das nicht... Moment, das brauchen wir gar nicht, das können wir gerade wieder zurück. Ich brauche da jedes Leben. Anders geht's gerade nicht. Jedes einzelne fucking Leben. An dem laufen wir einfach vorbei, oder? Bis wir uns, wie gesagt, die Seele bringt uns gar nichts, die wir da zusätzlich gerade haben. Denn wir haben keine Zeit zum Heilen. Zu keinem Punkt dachte ich, okay, jetzt haben wir gerade kurz echt die 3 Sekunden, um uns zu heilen. War nicht. Gab's nicht. Nicht ein einziges Mal. Also vielleicht hätte es schon mit Glück mal funktioniert, aber meine Erfahrung ist da eher gegenteilig, ne? So, komm, alles her zu mir. Puh, okay. Next try. Vielleicht der letzte für die Folge. Das schaffen wir. Los, komm. Na, fängt ja gut an. Na, guck, das war jetzt schon wieder ein Fehler. Das wäre eigentlich auch schon wieder ein Fehler gewesen. Ach Mann! Das ist aber auch, wenn der so tief steht. Wie dumm. Wie dumm, wie dumm, wie dumm. Ach, man will aber auch immer in die falsche Richtung ausweichen. Das gibt's doch nicht. Ja, das war jetzt von allen 3 Seiten, da war ich komplett eingekesselt. Da ging nichts. Okay, Leute. Das war das Letzte für diese Folge. Wir haben ja Nox schon geschafft. Von dem her kein Ding. Wir haben ja einen Boss gelegt heute und in der nächsten Folge legen wir den anderen Boss und ich schau mal, mit was ich mich ausrüste bis dahin. Deswegen wünsche ich euch eine gute Zeit.